Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Shogun 2 Tutorial. Ich bin's, Frederik 1995. Es geht weiter mit der Kampagne oder... Kurz noch was. So. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, Rebellion geschlagen, diesen Tokugawa Hiratoda besiegt. Und jetzt geht's weiter, mal sehen. Warte mal, so mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also Armee wird jetzt erstmal. Ja, mit Zuge, gut. Armee wird jetzt erstmal. Muss jetzt erstmal eine Pause machen. So. Imagawa und Tokugawa, die scheinen wohl mich oder meinen Hafen zu blockieren zu wollen. So. Ja, schon irgendwie faszinierend. Ich finde es irgendwie richtig faszinierend. Oh, okay. Dass im Prinzip so ein kleines Land, ich weiß, Japan ist größer als Deutschland, aber dennoch so ein kleines Land. Masseweise von Clans hatte und ja hier im Spiel hat und dass so eine Runde lange dauert, finde ich irgendwie schon sehr interessant. Das ist quasi wie bei Medieval 2 Total War. Da muss man auch lange warten, aber das ist auf ganz Europa. Auf ganz Europa gemacht und nicht nur auf einem Land. So. Jetzt wird erobert. Hier wird jetzt erstmal noch rekrutiert. So. Hat mich da jetzt gerade bei Steam jemand angeschrieben? Kann sein, weil ich höre hier nebenbei nämlich noch Musik über Kopfhörer. Und hat sich gerade so angehört, als ob da jemand mich bei Steam so angeschrieben hätte, aber da wäre ja hier jetzt gekommen, was wer geschrieben hat, was aber sehr selten der Fall ist, weil meistens schreibe ich dann meine ganzen Kumpels da an und die schreiben nur, wenn die Bock haben. So, okay, Tokugawa ist, wenn ich die Burg da erobere, ist damit besiegt. Oh, Saito möchte mitmachen. Nein, Saito, du... Ah, das finde ich geil. Imagawa, Tokugawa und Saito sind verfeindet. Das finde ich ja richtig schön. Ist doch was Geiles. So. Hier ist das Schiff, eine mittlere Buhne. Wie gesagt.
2? Ja, 2. Stimmt, ich habe ja was gebaut. Ach ja, falls jemand sich da den Anime angeguckt hat, ich hoffe, der hat euch auch gefallen. Ich finde den Anime wirklich klasse, den ich da euch beim letzten Video reingestellt habe. Ja, wir machen mal automatischer Angriff. Gewonnen! Oder Munari ist aufgestiegen. Gut. Provinz erobert. Hochwertige Schlacht. Röster erworben. Großer Clan zerstört, auf einen Clan gestoßen, und zwar den Kiso-Clan. Dem werde ich auch noch einen Besuch abstatten, da ich natürlich weiß, dass sie den Preis Qualitätssteine haben, also wirklich Marmor oder so, was auch immer das sein soll. Und die können einem dabei helfen, gute Schlösser zu bauen. So. Jetzt wundert sich der eine oder andere, boah, Frederik, du baust sehr schnell, du hast sehr schnell Technologien dabei, deine Armeen sind schnell produziert, was ist daran, cheatest du? Ich muss dazu sagen, jein. Gewissermaßen ja, gewissermaßen nein. Also, ihr seht, ich gebe keine Codes ein, die mir so Geld oder so machen würden. Es ist ein Mod. Ich gucke auch noch mal, wie der Mod heißt. Werde auch noch einen Link reintun. Das ist jetzt aber nur ein Mod, der jetzt nur beim Bauen von Armeen und hier Provinzen ausbauen hilft. Aber jetzt zum Beispiel Schlachten entscheiden, das muss man selbst machen. Also da hilft es kein. Aber es hilft auch besonders, wenn man Nahrungsprobleme hat. Hier wird ja angezeigt, ich habe ja 0. Wenn das Minus ist, die Bauern oder das Volk, das rebelliert nicht so schnell. Bin ich nämlich schon ganz gut gewissermaßen. Macht es auch einfacher, auch mit Oder, die auf schwer sind, also die als schwer eingestuft worden, macht es sich dann auch viel einfacher, mit denen dann zu spielen. Wer sagt, Frederik, das ist total Mist, das ist doch Cheaten, ja, schön, ich werde nicht damit aufhören. Nee, Leute, nee. Also, ich cheate selten, sehr selten in Spielen. Und, ah, verdammt, diese Arschgeigen. Und, ich werde es mir von euch nicht nehmen, ich spiele ja nicht ihr, das ist alles meine Entscheidung, nicht eure, also ihr habt darauf eigentlich keinen Einfluss. Und deswegen, ich zwinge euch nicht, dieses Video zu schauen, wenn ihr sagt, Frederik, das Cheaten, wir schauen jetzt nicht deine Videos nicht mal an, schön, ist mir egal. Ich habe zwar jetzt nicht so massenweise tausende Abonnenten, aber trotzdem, das ist jetzt auch nicht, was ich so... YouTube-Videos ist jetzt nicht, was ich so als Job quasi machen würde, also so wie Gronkh oder Sarazar oder jetzt nochmal oder LeFloy. Jetzt nochmal ein paar Namen zu nennen. So mache ich das nicht. Wie viele Minuten habe ich noch? Eine Minute. So. Also merken. Ist mir egal, was ihr zu dem Thema sagt. Ich finde es eigentlich Cheaten total scheiße. Besonders bei Online-Games sollte es erst recht nicht so sein. Aber jetzt hier bei solchen Spielen, Leute, ist doch egal, ob man cheatet oder nicht. Hauptsache man hat noch Spaß und ich habe den Spaß noch dabei. So. Das wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben. Oh, warte, ich muss eher so Schiffe reparieren. Nein, das war das falsche Zeichen. Jetzt hätte ich beinahe meine Flotte zerstört. So. Paar Sekündchen, glaube ich, noch. Ja. So, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch heute sehr gefallen. Was das Thema Cheaten angeht, könnt ihr euch da wirklich gerne im Channel, im Chat da unter den Diskussionen austoben.
Wie gesagt, ich finde es eigentlich auch nicht so gut, aber ja, danke, Zeit abgelaufen. So, aber solange man den Spaß nicht verliert, ist doch gut. Ich schieße jetzt auch nicht mir nicht so 4 Milliarden von Gulden oder Taler oder was für eine Währung, die jetzt hier auch haben, das tue ich nicht. Also geht jetzt auch, geht hier auch gar nicht. So. Na, ich bin auf den Hattori-Kran geschossen. Jetzt mache ich noch ein paar Sachen und danach verabschiede ich mich. Suzuki. Ich werde euch trotzdem bekämpfen. So, Hattori ist mir neutral. Kiso, Kiso hier. Kiso, Stein. Hochwertiger Stein haben die. Das ist wichtig. Handel. Zufriedenstellend, perfekt. Bündnis mache ich hier nicht, nee. Denn ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, hier im Spiel, das ist wirklich sehr stark historisch, die Bündnisse werden schnell auch gerne mal gebrochen. Ach, stimmt, mein General war ja noch. Stimmt, das mache ich jetzt... Ah. So, hier Gefolge, was hat der? Gepanzerter Kriegshund auf Nahkampf für General und Leibwache, okay. Überaus ehrgeizige Mätresse, okay. Ich mach den gepanzerten Kriegshund. Loyalität hier, finde ich, ist was sehr Wichtiges. So. Sonst noch was? Ja, hier noch ein paar... Ja, rekrutiert, so. So, dann hoffe ich, es hat euch für die paar Runden wieder gefallen. Wenn ja, macht einen Daumen hoch. Wenn nicht, macht runter. Wenn ihr sagt, Cheaten scheiße, schreibt das bitte in die Kommentare. Wie gesagt, ich cheate jetzt nicht extrem hier. Das ist jetzt nur so ein Mod, der einen da ein bisschen hilft. Aber viele nennen das schon Cheaten. Also, ich finde, das sind so Ansichtssachen. Und, naja... Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr dazu findet, was für eine Position ihr dazu belegt und so weiter. Wenn ihr keine weiteren Videos von Shogun jetzt verpassen wollt, dann abonniert mich. Oder wenn jetzt von, ich weiß, World of Tanks, ich habe euch beim letzten Video gesagt, dass ich da eins mache. Ich habe eins auch gemacht, nur YouTube hat das nicht hochgeladen. Egal wie oft ich auf YouTube gemacht habe und so weiter, da muss ich jetzt noch mal ein neues Video machen. Das werde ich jetzt auch machen und das werde ich dann noch vor diesem Video jetzt hier, also vor den Shogun 2 Video, werde ich das hochladen. Also ja, wenn ihr auch das die nicht verpassen wollt, bitte abonniert mich auch und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.